Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 29. März. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de und darf von einem DAX berichten, der mal so richtig aus den Schuhen gesprungen ist. Der Dienstag als volatiler Tag hat sich seinen Namen schon verdient oder seinen Ruf. Der Spitzname Turnaround Tuesday allerdings, der galt gestern nicht. Es ging vom Start weg nach oben. Allerdings erst am Nachmittag, als klar wurde, dass die Wall Street schnell vergisst. Ja, die Optimisten vergessen schnell. Ob aber Vergesslichkeit und Optimismus dasselbe sind, muss sich in den kommenden Wochen und Monaten erst einmal herausstellen. Für den Augenblick hat man die Niederlage von Trump in Bezug auf die Gesundheitsreform einfach mal vergessen und freut sich auf die Steuerreform. Und so betrachtet, ging es an der Wall Street relativ deutlich aufwärts, zwar nicht in der Dimension, die der DAX aufs Parkett legte, aber man ist ja gerne volatil. Und so starteten wir gleich mit einer Kurslücke nach oben und dieses Plus wurde dann eben ausgebaut, als klar wurde, die Wall Street, die steigt auch. Damit haben wir diesen Montag, den Wochenstart, als eine Art Island Reversal. Das ist zwar ein eher kleines, zumal es eben nicht nach einer längeren Abwärtsbewegung zustande kam, sondern nur durch diesen Abriss am Montagmorgen. Aber damit wird deutlich, dass diese isolierte Handelsspanne mehr oder weniger einen kurzfristigen Boden darstellt. Und dass das, was wir gesehen haben, vor dem Nein bzw. dem Nicht-Nein, dem Zurückziehen des Gesetzesentwurfs am Abend des Freitags in den USA, in Washington, dass das jetzt wieder als wäre nichts gewesen gilt. Das heißt, am Dienstag startete der DAX genau dort, wo man geschlossen hatte am Freitag, als man noch dachte, die Abstimmung kommt. Und dann ging es ans bisherige Jahresverlaufshoch. 12.156 Punkte. Dort lag der bisherige Verlaufsrekord und er wurde immerhin ganz knapp überboten mit 12.159 im Tageshoch. Und es ging am Abend noch einen Tick weiter aufwärts mit dem DAX. Aber es ist eben die Frage, ob das so funktioniert. Richtig ist, der Goldpreis kam wieder etwas zurück. Aber nur etwas. Um 1250 Dollar schloss er und damit durchaus noch in Reichweite der 200-Tage-Linie als wichtiger Hürde, die er am Montag noch angelaufen hatte. Euro-Dollar kam von den Hochs um 1,09 runter auf 1,0810 etwa am Abend des gestrigen Dienstags. Aber das ist alles noch nicht ausreichend, um sagen zu können, die externen Belastungsfaktoren sind vom Tisch. Sehen wir uns den Tageschart an. Wir sind herangelaufen an das bisherige Hoch, aber noch nicht drüber. Am Abend, da konnte der DAX zwar weiter zulegen, aber per 22 Uhr gelang es nicht, die 12.180, die wir als Basis für einen Einstieg auf der Long-Seite, nach Möglichkeit natürlich auf Xetra-Basis, aber vor allem in Bezug auf die letzte Indikation des Abends per 22 Uhr haben wollten, nennenswert zu überwinden. Kurz und gut, er hat sie erreicht, in etwa. Aber nicht übersprungen. Und das macht die Sache ein bisschen brenzlig. Da jetzt zu sagen, okay, das ist eindeutig, ist wackelig. Denn 12.180, das war ein Anhalt, klar. Man kann natürlich nicht genau vorhersehen, wo dieser eine Punkt ist, über dem irgendetwas nach oben oder nach unten signifikant ist. Und mit dem Erreichen dieser Marke zu sagen, komm, wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst, das tut's doch, um long zu gehen. Naja, wenn wir uns das hier angucken, nämlich diese Hosse-Begrenzungslinie über diese Ausbruchsversuche seit Ende Januar, mittlerweile ja 4 an der Zahl, und wenn wir den hier mitnehmen wollen, falls es heute dann auch über das bisherige Verlaufshoch hinausgeht, dann sind es nämlich 5. Diese Linie, die ist ebenso weit entfernt nicht. Die liegt bei 12.210 Punkten etwa. Und das ist nun nicht wirklich so wahnsinnig viel Luft, um sagen zu können, okay, komm, lass mal 5 gerade sein. Aus dieser Warte heraus besser noch abwarten, aus unserer Sicht. Denn
Ein solcher Kurssprung, überhaupt dieses Auf und Ab mit permanenten Kurssprüngen in den letzten Tagen deutet an, dass die Marktteilnehmer nervös werden. Man versucht, den Optimismus durchzuquetschen. Aber ob das funktioniert, ist noch nicht raus. Der MACD hat fast ein Kaufsignal generiert, aber eben noch nicht ganz. Er ist noch nicht über seine Signallinie raus. Also, das ist noch alles nicht in trockenen Tüchern. Natürlich, Geduld ist nervig. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass wir vor einer Woche uns noch, oder einige sich sicherlich geärgert hätten, dass wir da so penibel waren mit den 11.900, die es zu unterschreiten galt, für eine Short-Position. Weil es doch so aussah, als würde es nach unten ausbrechen. Sie sehen, es war eben dann doch nicht der Fall. Hier bei solchen Schwankungen lieber etwas zurückhaltender, vorsichtiger zu sein als zu mutig, kann sich unter dem Strich halt doch auszahlen. Aus dieser Warte heraus bleibt's dabei. Wir bleiben vorsichtig. Mit einem Touch Optimismus, ja. Aber da gleich auf der Longseite aktiv zu werden, warten wir mal den heutigen Tag ab. Wenn der gut verläuft, wenn der DAX sich da oben halten kann, möglicherweise sein Niveau ausbaut, dann wäre der Weg in Richtung 12.391 als nächstes Kursziel und in Richtung damit des Allzeithochs durchaus frei. Aber naja, das muss eben auch erstmal der Fall sein. Wir werden sehen. Morgen berichten wir erneut, was der DAX zur Wochenmitte am heutigen Mittwoch dann zu Wege gebracht hat. Wird spannend, denn hier ist jetzt alles möglich. Von einer fulminanten Rallye, die einfach ignoriert, was an Belastungsfaktoren existiert, hin zu einem Turnaround oder gleich zu Gewinnmitnahmen, die sich dann möglicherweise auswachsen. Das kann kein Mensch in einer solchen Konstellation vorhersagen. Also schauen Sie wieder rein. Wir melden uns morgen früh, rechtzeitig wie immer vor Handelsbeginn. Bis dahin schönen Mittwoch und machen Sie es gut.